Herzlich willkommen, liebe Freunde, zu einer weiteren Kanalvorstellung. Heute der Kanal Fischkniegedöns. Ja, mal was ganz anderes, aber was uns genau erwartet, erzähle ich euch gleich natürlich. Und dann schauen wir uns mal eine Banner an. Hier steht ganz groß Fischkniegedöns. Da oben haben wir ein Avatar, das sieht sehr lustig aus. Gefällt mir sehr gut. Und dann würde ich sagen, gehen wir mal auf Kanalinfo. Und dann schauen wir mal rein, was uns hier erwartet. Wir haben hier 18 Abonnenten, 1136 Aufrufe, Beitritt am 18.11.2014, Beschreibung. Hey, liebe Zuschauer, wir sind drei Lustsche, Fischer aus dem Vogtland, die Spaß daran haben, Filmausschnitte neu zu synchronisieren und zu vertonen. Haben uns dann entschieden, die Videos hochzuladen, um euch an unserem Quatsch teilhaben zu lassen. Wir hoffen, ihr habt ebenso viel Spaß daran wie wir. Danke fürs Gucken. Eure Fischkniegedönsers. Details, Land Deutschland, Links, Facebook, Google Plus, Fanshop. Sehr, sehr geil. Ja, dann schauen wir doch mal rein hier, da haben wir dann, oder gucken wir mal Playlist, genau, da haben wir die Playlist Enricos Reise, drei Videos, und positiv, die kennen wir ja, die positiv. Dann haben wir Videos, Fischkniegedöns Teaser, dann haben wir Jochen deckt Beschiss auf, Teil 1, Quattro Formaggi, zwei Butter, Fischknie Reklame, Enricos Reise Teil 3, Scheiß auf Andrea, zwei Flash Gordon, Enricos Reise Teil 2 und Teil 1. Und ich habe da schon reingeguckt, das ist so wie, ihr kennt ja bestimmt alle Lord of the Weed oder so, oder Harry Potter Verarsche, sehr, sehr geil gemacht von den drei, also die Filme laufen und die synchronisieren neu, aber ich würde einfach sagen, dass wir uns mal den Trailer genussvoll reinziehen, gehen wir auf die Übersichtsseite, dann kann ich noch kurz laden lassen und dann schauen wir uns das Ganze hier doch mal an. Da haben wir einen kleinen Kanalteaser zusammengeschnitten aus unserem ersten Film, welchen wir leider nicht in der kompletten Länge hochladen können. Viel Spaß. Also was ich bis jetzt gesehen habe, war sehr lustig, sehr unterhaltsam. Und da würde ich doch sagen, schauen wir, nehmen wir uns die Zeit und schauen mal ein bisschen rein. Und dann würde ich sagen, let's go, Fischgedöns. So, jetzt mal Ruhe her, jetzt will ich euch mal was erzählen. Ne? Ruhe. Was ist jetzt los hier? Was ist jetzt los? Was klappert denn hier? Hier klappert's. Hat noch nie geklappert. Oh. Oh, da drüben, ein Vogel. Was für Vogel? Hast du den gesehen? Riesenvieh! Ah. Sag ich dir. Mensch, ich kenne das Gefühl nicht. Ey Jungs, wir haben uns verfahren. Was? Also, das kannst du dir doch vorstellen. Sag mal, siehst du überhaupt was durch die Brille oder? Hm? Du siehst doch gar nicht. Siehst nicht, ne? Hey, pass mal auf, mein Mobil ist im Arsch. Ne, was brauchst du denn? Ich hab doch einiges anbieten. Also, Automatik. Ne, Automatik? Ach, scheißegal. Scheißegal. Ohne Kupplung. Ach, Quatsch, erzählst du Mist, ja. Doch, doch, ohne Kupplung. Ein Auto ohne Kupplung gibt's nicht. Wir saufen ab, ja. Wenn es so weitergeht, saufen wir ab. Oh, das ist schwer. Ja, ich hätte mich ja vorne hinsetzen können. Besonderer Korkenzieher zum selber zusammenbauen. Aber ich glaube, da hat er schon einen. Was ist denn das jetzt? Warte mal. Oh, ey, guck mal, da nackte Frauen. Gib mal eure E-Mail-Adresse ein. Und da seid ihr mal alle ein bisschen aufmerksam. Auch du, Manfred. Jetzt denn hier ein Parkplatz irgendwo frei. Verdammte Scheiße. Mensch, immer dasselbe in dem Rheinbach. Mann, oh Mann. Ja. Wenn ich das hier kaufe, das heißt, ne? Ja, dann fliegt da ja, drüben ja, vom ja, Stuhl. So teuer ist das. Das Sagt nochmal, habt ihr Klopapier? Was? Ich brauche unbedingt Klopapier. Ich muss gestern schon die Hände nehmen. Ja, Hände. Sag mal, haben wir Klopapier mitgebracht? Irgendwo? Nein. Hat jemand Klopapier mitgebracht? Du hast Klopapier mitgebracht. Ja, gestern war doch noch was da. Pass mal auf. Na? Deine TÜV-Plakette ist abgelaufen. Ach, erzähl keinen Scheiß. Das ist Automatik, Mensch. Die sei bestimmt von der Polizei. Okay, pass auf. Automatik ohne Kupplung. Fungi, ja genau. Fungi, meint Fungi, natürlich. Ja, schöne Schuhe hast du. Nimm da die Button runter, du Affe. So, excuse.
So, das heißt, ihr alle kommt mit. Und du bleibst da. Verstanden? Warum darf ich nicht mitkommen? Na, weil du Küchendienst hast. Ja, aufwaschen. Und so eine Kacke. Na gut. Also, entweder ihr bezahlt jetzt oder ich verbiss mich. Hau ab, Mensch. Abhauen, alles. Dann blasen wir das auch ab. Jungs? Mit dem wird das nicht. Geh mal heim. Mit dem wird das nicht. Nee. Mit dem Affen mach ich nicht. Gummibären! Ja, sehr, sehr lustig auf jeden Fall. Und das waren jetzt natürlich viele Ausschnitte. Und hier gibt's natürlich aber auch, hier seht ihr schon 10 Minuten, 6 Minuten, 7 Minuten, ganz am Stück gehende Sachen. Und da ich habe auch schon reingeschaut und das ist sehr, sehr lustig. Oder hier das auch, sehr cool mit dem Kampfsport hier. Kann ich euch nur empfehlen, schaut unbedingt mal rein. Und unterstützt den hier, 18 Abonnenten auf jeden Fall. Und ist auf jeden Fall mal was anderes als immer nur Games und Let's Plays. Ich finde das schon eine ganz lustige Sache. Ich habe mir damals so von Harry Potter die Porno-Keller-Dinge angeguckt und Lord of the Beat und ich mag sowas. Es gibt auch von Sinnlosen Weltall, genau, von Star Trek auch so eine Verarsche. Und das ist eigentlich schon ganz cool hier. Also kann ich gar nichts anderes zu sagen. Hat mir schon ganz gut gefallen. Ja, dann haben wir noch Kanäle hier, das seht ihr schon. Abonnierte. Und die O's, ja, die kennen wir auch, ne, die guten. Und Odins Test, sehr, sehr geil. Kann ich gar nichts anderes zu sagen. Hier oben auch nochmal drin. Ja, hier waren wir schon. Ja, ansonsten, was soll ich sagen? Also mach auf jeden Fall weiter so, ist eine geile Sache. Ich denke mir, dass das sehr viel Arbeit ist. Deswegen kommt natürlich auch, man sieht hier die Zeit. Also, von den beliebten Videos kann man ganz kurz auf Videos gucken. Vor 6 Tagen, also vor 2 Wochen, 3 Monaten. Also ich kann mir schon vorstellen, dass hier sehr, sehr viel Arbeit ist in so einem Video. Natürlich erstmal gucken, wie die Lage ist und so, und das dann zu synchronisieren. Natürlich macht sehr viel Spaß, aber es ist viel Arbeit. Deswegen habt ihr euch viel Mühe gegeben. Und ich hoffe, das wird auch anerkannt. Das habt ihr sehr, sehr gut gemacht. Deswegen macht weiter so. Ich werde mir das auf jeden Fall immer mal wieder rein anschauen. Ja, ein bisschen mitlachen und so. Ansonsten, ich werde den Link zu dem Kanal natürlich unten in die Beschreibung packen und ihr könnt natürlich auch in unsere Community kommen. Auf jeden Fall. Ansonsten kann ich gar nichts anderes zu sagen als echt lustig und macht weiter so. Und wir sehen uns dann morgen wieder, liebe Leute, bei der nächsten Kanalvorstellung. Euer Revano. Ciao.